Wir sind heute auf dem Charity-Punsch von Beatrice und Heimo. Und ihr beiden habt ja euer Heim heute geöffnet. Verratet uns doch, wieso. Wir waren vor kurzem eingeladen beim Gut Eiderbichl bei einem Charity. Da waren ganz große Persönlichkeiten eingeladen, wie zum Beispiel Chris Noss oder Chuck Norris, Pamela Anderson. Und das hat mich so beeindruckt, also die ganze Philosophie vom Gut Eiderbichl. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich quasi eine Gegeneinladung machen und etwas zurückgeben. Und dadurch, dass mir auch die Tiere sehr am Herzen liegen, möchte ich jetzt für das Gut Eiderbichl sammeln. Wieso genau das Gut Eiderbichl? Naja, wir suchen uns jedes Jahr ein Projekt raus. Letztes Jahr hat es das ja auch gegeben bei uns. Das war DAC für die Yvonne Rufe, für Dance Against Cancer. Und das Gut Eiderbichl ist einfach passiert, weil wir dort eingeladen waren. Und es war ganz spontan und wir wissen auch schon, was wir nächstes Jahr machen. Und einmal im Jahr machen wir etwas Größeres und das natürlich in der Weihnachtszeit. Wenn es draußen schneit und die Leute Punsch trinken, sind sie großzügiger beim Spenden. Gut Eiderbichl, weil ihr auch beide Tierfreunde seid, oder? Hattest du mal ein Haustier oder habt ihr gemeinsame Haustiere? Nein, gemeinsame Haustiere da in Wien haben wir nicht. Aber wir sind ja auch sehr viel bei meinen Eltern zu Hause und da haben wir einen Hund und zwei Schildkröten. Und ich habe als Kind schon ganz viel gehabt. Ich habe auch teilweise ein Baby-Igel über den Winter habe ich aufgezogen oder Tauben, die einen gebrochenen Flügel gehabt haben und so. Da hatte ich immer dieses Helfersyndrom und deswegen, also Tiere liegen mir einfach schon immer am Herzen. Und jetzt habe ich quasi die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und das möchte ich nutzen. Viele Gäste sind schon da, wir sehen es, wir hören es, es ist schon laut. Was erwartet uns denn heute noch? Ja, wir werden eine Versteigerung heute machen. Es war ja vor zwei Wochen der Haute Couture Austria Award 2019 und der Hauptpreis ist von der Martina, die das dort gewonnen hat. Die hat einen Gutschein gespendet mit 3.500 € für ein Haute Couture Kleid. Das wird heute versteigert und des Weiteren gibt es noch ein Dirndl zu versteigern und Schmuck zum Versteigern und wir hoffen, dass da ziemlich was zusammenkommt, damit die Tiere dort auch über den Winter kommen und auch ein Futter haben. Heute wird ja für das Gut Eiderbichl gespendet. Kennen Sie das? Sehr, sehr gut sogar. Seit 15 Jahren bin ich mit den beiden Chefs sehr gut befreundet auch und mit Michi Aufhauser und dem jetzigen. Ich finde das eine sensationelle Geschichte, ist auch einzigartig in Österreich und das muss man natürlich unterstützen. Was ist das Besondere am Gut Eiderbichl? Dass dort sämtliche Tierarten, ich weiß nicht was, alles gemeinsam leben auf verschiedenen Höfen und ihr Gnadenbrot in Ruhe haben. Und dass da kein Viech mehr vorgeführt wird und ausgenutzt wird, das ist schon. Unforgettable, that's what you are, and forevermore. Sind auch Sie karitativ tätig? Ich habe natürlich auch schon mal was gespendet, aber ich schaue eher vor allem, dass ich meine erhöhte Reichweite einfach einsetzen kann für gezielte Projekte, wo ich dann auch das Gefühl habe, dass ich verstehe, was da passiert und wo ich vielleicht sogar mithelfen kann, mitwirken kann, am liebsten in Bereichen, von denen ich selber eine Ahnung habe. Also da, ich komme ja aus der Sozialarbeit, also Dinge, die in Richtung soziale Community Sachen gehen oder eben Umwelt und Tierschutz, was ich gerne mit der Jane Goodall Foundation mache, von der ich ein Botschafter bin. Also das sind einfach Dinge, wo ich auch mit ein bisschen Know-how an die Sache gehen kann, weil es für mich einfach der fürs gute Gewissen der Groschen nicht genug ist. Sie sind ja die Mode-Expertin, jetzt sagen Sie uns doch, was soll man denn anziehen zum Glühwein oder zum Punsch trinken? Ja, ich denke, zu einer Charity-Weihnachtsparty kann man sich schon etwas elegant anziehen. Ich habe zum Beispiel heute ein Brokatkleid gewählt in Schwarz und Gold. Bea habe ich ein Kleid designt, das rot-silber ist. Das sind die Farben von Weihnachten. Bei der Tombola kann man ja ihr Kleid gewinnen, habe ich gehört. Stimmt das? Ja, es gibt einen Gutschein im Wert von 3.500 € für ein Haute Couture Kleid. Der Kunde kann in mein Atelier kommen, sich das Kleid aussuchen oder das Kleid eben maßschneidern lassen. Was ist denn der neueste Trend? Wo muss man denn gerade mitgehen? Was ist neu in Sachen Schönheitschirurgie? Naja, wo muss man mitgehen? Ich würde sagen, man sollte nirgends mitgehen. Man sollte eigentlich immer sein Typ bleiben und seinen eigenen Typ unterstreichen. Und wenn man das selbstbewusst macht und vielleicht mal irgendwie ein bisschen nachhilft, wo die Natur jetzt vielleicht nicht so genau war und das nicht so gut gemeint hat, dann ist es optimal. Aber Trends, würde ich sagen, sollte man gar nicht mitmachen, wenn es geht. Wie selig ist es, karitativ tätig zu sein?
der, der etwas hat, dem etwas gegeben wurde und der davon nichts weitergibt, der ist nicht gut im Leben dran. Den wird es auch selbst nichts mehr zurückgeben, wenn er was geben könnte. Ich glaube, wer hat, der muss geben. Wenn wir geben fürs Gut Eiderbichl, ist das eine wichtige Sache für Menschen, für Tiere, für die gesamte Schöpfung etwas zu tun. Der, der die Möglichkeiten hat und nichts tut, dem, auf dem wird kein Segen liegen. Weihnachten ist ja ein wichtiges Fest, natürlich auch für Sie. Worauf freuen Sie sich denn persönlich? Ich freue mich aufs Christkind und ich freue mich darauf, dass ich Kinderaugen zum Strahlen bringen kann bei der Kinderkrippenandacht. Ich freue mich auf 5000 Teilnehmer bei der Mitternachtsmette und ich freue mich auf meine 200 Gäste bei der Weihnacht der Einsamen. Arme, einsame Menschen, die mit mir gemeinsam den Abend verbringen, mit mir essen werden, mit mir feiern werden. Das ist eine total schöne Gelegenheit. Alleine dafür ist Weihnachten schon eine ganz gute Erfindung. Ich bin unüblich, ich liebe Weihnachten. Ja, ich habe 3 Kinder. Nein, aber ich mag es auch wegen mir. Weil, nein, ich liebe wirklich, ich dekoriere zwar nicht, das machen immer die Damen, aber ich mag einfach die Stimmung. Wenn ich da am Graben runterschaue und ich sehe diese wunderschönen Luster, da wäre ich wirklich 4. In meiner Kindheit war Weihnachten eigentlich immer recht schön, obwohl man meistens sagt, es ist stressig und alle streiten immer. Aber bei uns war es super, weil ich habe immer vor dem Heiligen Abend heimlich die Rumflasche langgestochen mit einer Stricknadel durchs Staniol durch. Also war ich noch so 12, 13 oder was und habe die auszusselt. Und war daher recht gut drauf und habe deswegen Weihnachten immer so schön empfunden. Und war dann immer, die Tante, die bei uns war, hat dann halt immer gemeint, dass die Flasche noch gar nicht geschmeckt. Und die dann halt heimlich in der Küche aus ihrer Handtasche eine Flasche gezogen hat und da einen kräftigen Schluck genommen hat. Und aber dann gemeinsam gesungen vor dem Baum. O Tannenbaum, wie gut sind deine Flaschen.